Mit gerade mal 21 Jahren kam Zdravko Kuzmanović 2009 zum VfB Stuttgart. Trotz 127 Spielen für die Schwaben, für den Serben war es eine Zeit mit vielen Auf und Abs. Das war eigentlich ganz einfach. Ich habe Phasen gehabt, wo ich sehr gut Fußball gespielt habe. Dann Phasen, wo ich normal gespielt habe, aber das am Trainer nicht gereicht hat. Aber wenn du vier Trainer hast, dann auf einmal wechselt man Trainer, der Trainer setzt auf andere Spieler, dann musst du dich wieder beweisen. Und dann, ich glaube, wenn ein Trainer gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich noch mehr gespielt. Aber von der Statistik her habe ich eigentlich recht viele Spiele gemacht in diesen dreieinhalb Jahren, wo ich sehr zufrieden bin. Und ja, ich finde es einfach schade, dass so viele Trainerwechsel waren. Aber klar ist, also in diesen dreieinhalb Jahren war es eigentlich mehr positiv als negativ. Also bin ich eigentlich sehr glücklich. Inzwischen schnürt er seine Schuhe für den Ex-Club von Lothar Matthäus. Doch bei Inter Mailand schmorte Kuzmanović in den vergangenen Wochen meist auf der Bank. Ein frühzeitiger Abgang stand für ihn aber nie zur Debatte. Ich habe immer wieder Möglichkeiten gehabt, aber ich glaube, ich wollte mich hier durchsetzen. Weil wenn man schon mal die Chance bekommen hat, bei Inter Mailand zu spielen, dann muss man da auch versuchen und nicht gleich nach 6 Monaten wieder gehen. Jetzt im Sommer sind es dann 1,5 Jahre, schauen, wie der Verein dann mit mir rechnet und so. Aber klar, ich habe noch 3 Jahre Vertrag und ich bin glücklich da. Und ja, man muss alles abwarten und sehen, wie wir uns jetzt auch in den nächsten paar Monaten, wie die Spiele Resultate sind. Und dann, ja, schaut man da. Als Tabellenfünfter hat Inter die Europa League im Visier. Mittelfristig soll es allerdings wieder die Champions League sein. Dort sammelte Kuzmanović schon im Frühling seiner Karriere erste Erfahrungen als 21-Jähriger mit dem VfB Stuttgart.